So, unser erste Hilfe reparieren. Wenn ich Glück habe, kriege ich den Gestandard dran. Bin mir nicht sicher, ob ich es hinkriege, noch schnell genug. Kriege ich es noch schnell genug hin? Yep. Und überall brennt es ein bisschen. Und ich kriege die ganze Zeit Schaden dabei. Ist das nicht super? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langwierig, das jetzt. Aber... ich kämpfe halt mit den Sachen, die ich hier vorfinde. Ich kann ja nichts anderes machen. Ich soll das Ding mal anders ausrichten, dass es vielleicht so schießt. Ja, besser. Und wir haben einen weiteren Rock bekommen. Ich weiß nicht, wo die mal auftauchen. Ich meine, ich mache das Schiff doch komplett kaputt. Oder gibt der auf da drin einfach nur? Ich weiß nicht. Wir packen ihn jetzt einfach mal mit hier rein, falls was Schlimmes passiert oder das angegriffen wird, dass wir einfach jemand extra da stehen haben. So langsam kann ich auch wieder Missionen wagen, die eigentlich katastrophal für mich sind. Sowas wie, oh Mensch, wenn du das machst, bist du aber nicht hinüber. Aber ich gebe jetzt noch nichts aus. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich gleich eine Station finde, wo irgendwo eine gescheite Waffe zu kaufen ist, weil die sind jetzt nicht schlecht, die Waffen. Aber, oh, wir kriegen was repariert. Für 10, ja, nehme ich. Ich meine, wir kriegen jetzt schon was repariert. Wir kriegen ja schon jetzt ein paar Sachen hier zustande mit dem Schiffchen hier. Aber wir haben noch keine Schadensgeschichte am Laufen. Scrap it. Egal, was es ist. Ancient Runes, irgendwas Zeug. Scrap it. Ja, eher damit. Ressourcen. Wen können wir hier? Piraten? Ne, Moment. Helfe ich dem zur nächsten Station, weil sie... es ist eigentlich einer von uns. Eigentlich ist er von uns, er will Sprit haben und wir haben eigentlich noch... ja, komm, nehm mal. Jetzt haben wir Questmarker gekriegt. Weit da hinten irgendwo. Geh ich jetzt hier und dann hier und dann hier? Ja, machen wir. Erst hier hoch, dann runter und dann zum Exit. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, die Leute werden sich dann... hey, du machst bestimmt das gleiche wieder. Nein, seht euch, wie viele Waffen das Ding an Bord hat. Das mache ich gewiss nicht mit. Hm, ich muss gleich unbedingt den Antrieb mal erhöhen vielleicht. Also wenn das Ding anfängt mit allem, was es hat zu schießen, ich muss eigentlich schon auf das Ding warten. Die Flak ist gefährlicher als alles andere, glaube ich. Ups. Weil das Ding darf mich nicht treffen. 95% ausweichen. Hey, yeah. Wobei, ich habe jetzt so viel Schuss, ich könnte es riskieren. Schieß mal bitte. Nein, hat nicht geklappt. Wir kriegen immer nur Schaden, wir kriegen viel, viel Schaden, wir kriegen viel Schaden. Ah, nein, jetzt sind wir unsichtbar. Oh, nein, nein, nein. Jetzt sind wir wieder unsichtbar. Oh, nein, das ging alles vorbei. Das ist gut, aber wir hauen, glaube ich, einfach nur ab. Wir hauen einfach ab. Bevor wir kaputt geschossen werden. Weg. Noten. Tschüss. So gerade fliegen alle Schüsse und fliegen in die Sonne. Das ist toll. Und ist das gleiche wie eben? Raketenwerfer bomben und einer mit viel Schuss. Nicht gut. Okay, wir bleiben erstmal stehen. Wir warten, bis der mit dem Raketenwerfer schießt, weil der geht ja durch die Schilde. Ne, wir warten bis auf die Kanone. Ich schieße scheinbar sehr oft. So wie jetzt. Sehr knapp. Sehr knapp, aber hat sich halbwegs gelohnt. Und das ging daneben. Das heißt, wir schießen mit... auf das Schild, auf das Schild, auf das Schild, auf das Schild. Jupp, alles ausgeschaltet. Wunderbar. Das heißt, wir schießen ihm jetzt richtig eine von Latz. Nämlich hier. Feuer, 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 Feuer. Und jetzt haben sie Feuer an Bord. Das ist schon mal super. Das haben wir eh gleich auch, aber wir haben mehr Leute an Bord. Oh ne, wir können nichts dagegen tun. Ja, was war das? Ah, die Rakete kommt wieder angeflogen. Oh, oh! Bei dem brennt ja wirklich alles jetzt gerade. Oh, ne. Das machen wir mal schnell auf. Ich hoffe, das schaffen wir sogar noch mal, Leute. Was machen wir da? Flammen wir da unten das Ding nämlich noch. Was hat da jetzt uns wieder gerade getroffen? Ah, die Rakete. Ah, klar. Habe ich ja nicht drauf aufgepasst hier. Jetzt zieh ich mal die andere Seite nämlich wieder an. Ne, halt. Schießen hier ein bisschen schräg rüber. So nämlich. Ah, Junge, und? Ist es warm bei euch drüben? Kann ich mir vorstellen. So, oh, wir haben überall Feuer gerade. Du, geh nach vorne. Mach das Feuer aus. Was? Jetzt haben wir noch einen Schaden gerichtet, weil wir ein so ein Ding hier verloren haben. Oh, muss das sein? So, NG, aber das Ding mal bitte schon rauf.
Und wir haben ihn gekriegt und wir fliegen sofort raus. Bevor der Solar Flare uns wieder den Kopf kürzer macht. Drohnenparts für Scrap. Bin ich dafür, weil ich habe keine Drohnen. So, du bist ein... Was bist du überhaupt? Du bist ein Reparaturfuzzi. Das heißt, Mann, du gehst jetzt... Nee, du haltst jetzt mal fertig. Du gehst wieder an die Sensoren. Du gehst bitte hier hinten hin, falls mal Sauerstoffprobleme sind, will ich das hier direkt geklärt sehen. Und ansonsten... Ja, wir saven das erstmal, ne? Und wir gehen aber noch das Questing. Die kommen hier womöglich gleich an. Wir gehen trotzdem zur Quest noch. Jetzt haben wir schon Sprit bezahlt, die Typen. Vielleicht... Escort Ship, Requested Beacon, Match to Ambush, ist ein Ambush. It's a Trap! Wie Sean meinte, ist es mal nicht eine Trap? So, wir schießen drauf. Der hat einen ziemlich fetten Laser hier. Da müssen wir drauf aufpassen. Auf den müssen wir aufpassen, wenn der schießt. Der Rest ist eigentlich quasi egal. Der schießt dreimal oder viermal? Ne, dreimal nur. Egal, fliegt jetzt eh alles vorbei. Voll egal, Leute, voll egal. Wir machen die Schilde gleich weg und dann brennt ihr lichterloh wie ein Tannenbaum. Könnt ihr das mal langsam mal schaffen hier? Danke. Und Feuer! Was ist das Wort? Das Feuer. In der Mitte hat kein Feuer gefangen. Warum auch immer. Und natürlich schießt er durch. Aber das ist nicht wirklich dramatisch, denn hier brennt ja alles wunderbar. Jetzt machen wir hier oben nämlich alles mal hoch, hoch, hoch brennen. Irgendwie die Mitte wird nicht mitgenommen, habe ich gerade den Eindruck. So, das brennt alles wunderbar. Der ist umgekommen im Feuer. So ein Pech. Der andere will gleich umkommen im Feuer oder so ähnlich. Das ist auch kaputt. Wunderbar. Dann flamen wir hier oben die Ecke weg. Bitte, das hat schon wieder ein Teil nicht mitgenommen. Egal, jetzt brennt es eh überall. Jetzt ist es wurscht. Wir schießen einmal hier rüber, damit die Sache endet. Vielleicht sogar wirklich so schießen. Damit, naja, jetzt brennt eh alles. Huh? Das. Ich hab doch gar nicht. Jetzt brennt alles. Ja, löscht mal Feuer, das ist super Sache. Und wir gleich haben ein Schiff zum Ausschlachten. Hm, nochmal. Stunner bitte hier drauf, damit ihr nicht aufhören damit. Wunderbar. Da ist Feuer drinne, da wird einer gestunt drinne. Da ist ein bisschen luftleerer Raum, falls du es gemerkt hast. Wie sie sich austauschen, so. Schnell, schnell, wir müssen Antritt. Nein, wir brauchen ein Schild, nein, wir brauchen nichts mehr. Wen schmeißen wir raus? Wen brauchen wir im Rockship am wenigsten? Du bist also unser Schildexperte gerade. Und du kannst halbwegs reparieren, dich brauchen wir noch. Du reparierst am allerschnellsten. Du kannst ein bisschen reparieren. Und du kannst Schilde und Nahkampf, dann bist du raus. Wei Xing oder so ähnlich? Tschüss, da ist die Luftluke. Wir nehmen uns natürlich Rox. Als Rox, nehmen wir uns über Rox mit. Und weil er Nahkämpfer ist, packen wir ihn mal nach. Hierhin vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er dem Piloten helfen muss zwischendurch. Mal gucken. Oh, jetzt dürfen wir kämpfen. Das ist doof. Ja, wir haben zwar Ressourcen, aber uns fehlt immer noch diese Wumme, wo ich sage, damit machen wir es. Damit machen wir es klar. Das fehlt uns jetzt noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab hier. Wir kriegen eh nichts geschenkt. Oh nein, das ist hier schwer. Gatling. Ich warte erst, bis ich anfange zu schießen. Dann sind wir nämlich aufgeladen. Schießen mit allem, was wir haben, auf ein Schild. Kommen nicht durch. Warum auch? Kommen vielleicht jetzt durch. Und machen ihm die Waffe madig ein bisschen. Ah, jetzt. Man muss schon mal ein bisschen den Strahl halbwegs so timen, dass der auch also in der Mitte von hier schießen, damit er auch ja alles erwischt. So. Habe ich zumindest gerade Änderung. Oh, wait. Was passiert denn hier alles gerade? Du, Feuer löschen. Du, reparieren mit ihm. Oder? Ist das gut? Ja, machen wir mal so rum. So, das Ding ist wieder ganz. Lass mal gleich wieder hier drauf schießen. Die Systeme müssen weg von denen. Und wenn du denn fertig bist, guckst du bei ihm hier und reparierst schnell mit. Oh. Der macht immer Schaden auf uns. Das ist echt unangenehm. Das brennt vor allem da unten. Das ist noch unangenehmer. Heft mal bitte einer schnell, weil sonst fliegen wir gleich hier doof auseinander.